Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review auf Banjo 4 Timo. Es geht heute um den Police Baton. Viel Spaß beim Review. Fangen wir an mit dem Aussehen. Zum Aussehen, naja, ich denke, jeder von euch, also das kennt man, kennt eigentlich jeder von euch, diesen typischen Polizeischlagstock. Das sieht auch in echt so aus, das ist keine Klischeesache irgendwie, das sieht wirklich so aus. Man kennt ihn zwar mehr so aus Amerika, aber naja, eigentlich jeder kennt ihn von ihnen. Ich muss sagen, die haben sich hier ganz gut umgesetzt. Er hält ihn so ein bisschen komisch, also ich kenne das eher anders, aber ich gucke auch ehrlich gesagt nicht so viele Filme. Deswegen ist mir das auch relativ egal. Ich habe da eine neutrale Note gegeben zum Aussehen. Schlaganimation finde ich irgendwie geht so. Naja, aber das ist nachher beim Timing nochmal besprochen. Power ist dieselbe wie beim Chris. Wir haben im Slash einen One-Hit-Headshot und im Rechtsklick auch. Also 100 Damage jeweils auf den Körper, brauchen wir zwei Slasher, das sind 50 Damage pro Slash und ein Rechtsklick. Und auf die Füße brauchen wir ein Rechtsklick, 100 Damage und zwei Slasher, auch 50 Damage. Also Chris Power, gute Power. Zur Range ist ziemlich gut, also wir schlagen damit beispielsweise weiter als mit der Combat-Axt. Im Item-Shop unter den Stats wird es, ja, es ist der so ziemlich ähnlich wie beim Katana. Das kann eigentlich auch ganz gut sein. Die Range von dem Ding ist wirklich überragend. Also laut den Stats. Ich habe es mal kurz getestet. Also die Range ist gar, naja, relativ gut. Seht ihr auch hier oben im Video. Gut, dann zum Timing. Timing ist echt gewöhnungsbedürftig. Also am Anfang müsst ihr euch echt dran gewöhnen. Doch dann, wenn ihr so nach 2-3 Minuten Spiel drin seid im Timing, dann geht ihr richtig ab. Also genau wie beim Range, wie ich es ja in meinem Range Review hatte. Ist eigentlich ziemlich gleich. Also, wenn man es dann gewöhnt hat, dann geht man damit richtig ab. Also, dann kann man es nachher richtig gut abschätzen. Vor allem den Rechtsklick. Dann zum Gewicht. Gewicht ist eigentlich relativ leichtes Ding. Zum Beispiel leichter als die Combat-Axt, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Aber naja, es ist sogar wesentlich leichter als die Combat-Axt. Guckt ihr mal bei im Item-Shop, da gibt es so ein Ding, damit kann man Waffen vergleichen. So ein kleines Tool, sage ich mal. Da könnt ihr mal testen, da seht ihr, wie viel leichter das Ding ist. Ja. Muss ich auch echt sagen, man ist mit dem Ding echt flott unterwegs. Also, meiner Meinung nach ist der Police Baton ziemlich overpowered, halt wegen des geringen Gewichts und so weiter. Preis, wie bekommen wir ihn? Item Shop, temporär für ZP oder in der Web Mall. 2300 für 7 Tage, 6900 für 30 Tage und 19500 für 90 Tage. Ein dickes Dankeschön an Mr. Godlike aus dem Clan Destiny, der seinen Account zum Review benutzen durfte. Ja, ihr findet den Clan-Link in der Beschreibung. Schaut euch mal an, vielleicht passt ihr ja gut in den Clan rein, müsst ihr mal testen. Nachricht, ciao Leute, bis zum nächsten Video.